Seit der Aufklärung befassten sich Wissenschaftler immer wieder mit der Frage, ob und wie man den Verlauf von Glücks- und Gesellschaftsspielen systematisch beschreiben kann. Sie wollten herausfinden, nach welchen Regeln Menschen im Spiel ihre Strategien wählen, um so die Folgen ihrer Handlungen berechnen zu können. Der ungarische Mathematiker John von Neumann analysierte Gesellschaftsspiele wie etwa Schach. Aus seinen Beobachtungen entwickelte er 1928 seine Spieltheorie. Für alle spieltheoretischen Varianten, die bis heute angewandt werden, ist es der Urknall. Oskar Morgenstern, ein österreichischer Ökonom, erweiterte Neumanns Spieltheorie um wirtschaftliche Fragestellungen. 1944 erschien ihr gemeinsames Werk Spieltheorie und wirtschaftliches Verhalten. Damit hatte die Spieltheorie ihr Hauptanwendungsgebiet gefunden, die Wirtschaftswissenschaften. Neunmal wurde mittlerweile der Wirtschaftsnobelpreis für Erkenntnisse in der Spieltheorie vergeben. In diesem Jahr ging er an den französischen Ökonom Jean Tirole. Die wichtigste Idee der klassischen Spieltheorie ist das Nullsummenspiel. Die Interessen der Spieler stehen sich hier diametral gegenüber. Was der eine gewinnt, verliert der andere. Spieltheoretiker nahmen an, dass alle Protagonisten eines Spiels streng rational und eigennützig handeln. Dies definierte den Homo economicus. Der Mathematiker John Forbes Nash wandte die Spieltheorie als erster vor allem auf nicht-kooperative Spiele an. Spiele, in denen kein Spieler davon profitiert, seine einst gewählte Strategie zu verändern, solange die anderen Spieler ihre Strategien unverändert lassen. Das dabei entstandene Gleichgewicht wird das Nash-Equilibrium genannt. Lassen Sie mich das an einem Beispiel aus der Politik illustrieren. In Zwei-Parteien-Systemen wie in den USA oder auch in Großbritannien vornehmlich, ist es häufig so, dass diese Parteien sich exakt in der Mitte des politischen Spektrums positionieren. Von dieser Mitte abzuweichen wäre ein Verlust und man würde dabei verlieren, nämlich Stimmen an den Gegner. Das ist also das, was ein Spieltheoretiker als Gleichgewichtssituation bezeichnen würde. So wurde die Spieltheorie zu einem Instrument, mit dem man jegliche strategische Interaktionen und Kooperationen zwischen mehreren Mitspielern mathematisch genau zu analysieren glaubte. In den folgenden Jahren entwickelte sich die Spieltheorie zur Universaltheorie. Ob in der Politik, Biologie oder Psychologie, überall stützten Experten ihre Entscheidungen durch spieltheoretische Überlegungen. Die Entwicklung des Computers machte zunehmend verfeinerte Analysemethoden möglich. Dennoch, auch diese Modelle sind noch immer nicht perfekt. Reinhard Selten beispielsweise, der einzig aktuelle deutsche Nobelpreisträger in den Wirtschaftswissenschaften, hat auch Konzepte entwickelt von dem, was man nennt eingeschränkte Rationalität. Also das bedeutet, dass Menschen nicht in jeder Lage ihres Lebens optimieren wollen, den Nutzen maximieren wollen, auch ihre Auszahlung maximieren wollen, sondern beispielsweise mit einem bestimmten Niveau an Befriedigung, an Zufriedenheit sich zufrieden geben und damit eben nicht ganz klassisch optimieren bis zum letzten Jota. Zudem haben die Nobelpreisträger Reinhard Selten und Daniel Kahnemann mit Hilfe von Experimenten erforscht, dass der Mensch in Bezug auf wirtschaftliche Interessen auch von Gefühlen, Emotionen und Verhaltensmustern beeinflusst wird. Damit konterkarierten sie die mathematisch begründete Urversion der Spieltheorie und das Bild des Menschen als Homo economicus.